Thomas Lurz. In seinem Sport hat er so ziemlich alles erreicht. Über seine Spezialstrecken, die 5 und 10 Kilometer im Freiwasser, ist er fast schon unschlagbar. Unzählige Male wurde er deutscher Meister, 4-mal Europameister und 9-mal Weltmeister. Den ersten WM-Titel holte er 2004 in Dubai. In diesen Tagen könnte er in Shanghai die 10 voll machen. Thomas Lurz ist ein Familienmensch. Trainiert wird er von seinem Bruder Stefan, in Gedanken immer dabei auch sein Vater Peter. Der langjährige Präsident des SV Würzburg 05, der im August 2007 plötzlich verstarb. Das Geburtsdatum seines Vaters ließ sich Thomas daraufhin auf den Oberarm tätowieren. Er hat natürlich im Schwimmverein viel gemacht und durch meine Eltern bzw. durch meinen Bruder bin ich auch zum Schwimmen gekommen und hat uns immer da sehr, sehr gut unterstützt. Und es ist gerade in der Sportart wie Schwimmen so wichtig, dass man solche Leute hat, die einfach einen unterstützen. Und da ist das Elternhaus natürlich die Nummer eins. Doch trotz aller Erfolge, in Würzburg mag Thomas Lurz ein umjubelter Held sein. Das ganz große Geld kann er mit dem Langstreckenschwimmen nicht verdienen und das ist dem 31-Jährigen bewusst. Vor wenigen Tagen wurde er mit dem Bayerischen Sportpreis ausgezeichnet in der Kategorie Hochleistungssportler Plus, weil er neben seinem unglaublich trainingsintensiven Sport auch noch ein Studium absolvierte. Lurz ist Diplom-Sozialpädagoge. Das Studium habe ich in Anführungszeichen fast so gut wie möglich nebenher gemacht. Ich habe mir natürlich meine Skripten immer organisiert, habe eigentlich mehr oder weniger zu Hause gelernt als in der Uni. Aber letztendlich für die Sportler, die ich betreibe, ist es schon wichtig, auch eine Berufsausbildung für danach abzuschließen. Und von daher stand es für mich außer Frage, dass ich auch das irgendwie beende. Nächstes Jahr will Thomas Lurz wieder im Rampenlicht stehen, bei den Olympischen Spielen in London. Und dafür schwimmt er und schwimmt er. Nicht selten mehr als 80 Kilometer in der Woche, denn eigentlich fehlt dem 31-Jährigen nur noch eines. Eine olympische Goldmedaille.